Wir erleben in einigen Asset-Klassen einen Fed-Crash, nämlich den historisch bisher einmaligen Versuch, einen Geist, den man aus der Flasche gelassen hat, durch eine überbordende Liquidität irgendwie wieder in die Flasche zurückzubekommen. Und das tut manchen Assets nicht gut, die von dieser Liquidität am besten und am meisten haben profitieren können. Die kommen jetzt auch am meisten unter Druck. Relativ logisch, die Boote sind gestiegen, alle Boote sind gestiegen mit der Liquidität der Fed und anderer Notenbanken. Aber wenn diese Liquidität abgesaugt wird, dann sieht man A, wer nackt gebadet hat und B, wer zu hoch geflogen ist, die Highflyer. Die stürzen dann eben auch relativ tief ab und das sehen wir derzeit vor allem im Bereich der Tech-Aktien im Nasdaq und das sehen wir auch im Kryptobereich, wenn wir uns Bitcoin und andere Kryptos mal anschauen. All das eigentlich ziemlich logisch. Was hochgestiegen ist, fällt auch wieder tief. Flut hebt alle Boote, aber wenn dann Ebbe kommt, dann haben die Boote eben auch eine gewisse Fallhöhe. Also es ist eigentlich nicht so fürchterlich überraschend. Es ist nur ein unglaubliches Experiment, das da derzeit abläuft. Und der Fehler ist nicht, dass jetzt die Fed auf die Inflation reagiert und etwa die Geldpolitik straffen will, sondern der Fehler lag zuvor in dieser unglaublichen Flutung aller Märkte mit dieser Liquidität. Damit hat man einen Geist aus der Flasche gelassen, den man nicht mehr einfangen kann und jetzt steht man sozusagen vor den Scherben seiner eigenen Politik und dieses Experiment läuft derzeit ab. Da wird etwas kaputt gehen, etwas Maßgebliches kaputt gehen. Das scheint mir völlig außerhalb jeder Diskussion zu sein. Eine Rezession ist wohl noch das Harmloseste, was uns da erwarten kann. Gucken wir mal zunächst Nasdaq, gucken wir mal die Tech-Werte. Wir sehen jetzt einen 5-Day-Decline. Mit einer gewissen Magnitude, also einer gewissen Power, einem gewissen Umfang. 13% hat der Nasdaq in diesem Zeitraum verloren. Netflix minus 72% seit Jahresbeginn. Facebook 44%, Amazon 36%, Tesla 30%, Microsoft 22%, 21,6%, Google und Apple 17,5%. Gestern Apple 5,2% im Minus. Jetzt ist, und das ist ein Stück weit vielleicht auch ein Minitekel, Apple nicht mehr die wertvollste Firma der Welt, sondern Aramco, dieser saudische Ölkonzern. Also da haben wir Energie. Plötzlich ist wieder ein Energieunternehmen der wertvollste Konzern der Welt und kein Tech-Unternehmen. Stützt meine These, dass alles, was anfassbar ist, was direkt nutzbar ist, in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich eine gute Performance erzielen kann. Schauen wir uns mal an, wie ausgebombt der Nasdaq ist. Nur 8% der Nasdaq 100 Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist niedriger als sonst in 98% aller Fälle. Niedrigster Stand seit 3. April 2020, also seit der Corona-Crash. Wir sehen den Nasdaq, Russell sind jetzt 30% von ihrem All-Time-High entfernt, der S&P 18%. Ab 20% spricht man ja von einem Bärenmarkt. Sollte der S&P also nochmal 2% verlieren, dann wäre er in einem Bärenmarkt und das würde Headlines produzieren. Das ist relativ klar, aber wie Sven Henrik hier thematisiert, es war alles das billige Geld durch diese exzessive, durch dieses Liquiditätswunder der Fed. Die Fed hat es übertrieben, die Asset Values sind exploded, sind also explodiert. Retail got sucked in by Fantasy Narratives. Die Privatinvestoren sind da reingesogen worden durch Fantasienarrative, die von Anfang an Blasenelemente hatten. Und es ist dann immer so, wenn diese Blase platzt, dann entsteht Schaden für die Wirtschaft, dann entsteht Schaden für die Leute, denn die meisten Leute sind erst spät dabei und werden dann leider von diesem Platzen der Blase ganz schön getroffen. Und es ist nicht so, dass die Leute das jetzt kapiert hatten. Sie hatten etwas kapiert, als sie mit der Liquidität der Notenbank All-In gegangen sind. Das war ja im Jahr 2020 massive Geldflüsse in ETFs, in Aktien. Aber die Leute machen jetzt weiter, sie kaufen die Rücksetzer und das ist eben jetzt der Fehler. Sie haben einmal Recht behalten und glauben, mit dieser Strategie werden sie wieder Recht behalten, nicht anerkennend, dass das Makro-Picture sich geändert hat, indem sozusagen der Spender der Rallye jetzt der größte Feind der Rallye geworden ist, nämlich die Fed. Das muss man verstehen und die Fed hat jetzt momentan nur einen wirklichen Fokus und das ist die Inflation. Bring Inflation down, das ist der Auftrag, den Joe Biden an Jerome Powell gegeben hat. Das haben die Leute nicht kapiert, deswegen ist da vielleicht noch viel Schaden voraus. Jetzt sagt Charlie Bilello, also
Die Märkte erwarten weitere 50 Basispunkte-Schritte, 0,5% Zinsschritte im Juni und Juli. Und es ist schon sehr, sehr lange her, dass eine Fed sozusagen in einen Abverkauf der Aktienmärkte hinein die Zinsen anhebt. Das ist das letzte Mal bei Paul Volcker passiert in den 1970er Jahren. Und das stimmt. Aber warum ist Paul wahrscheinlich gezwungen, wie Paul Volcker zu agieren? Der hatte damals auch ein Problem mit der Inflation. Jetzt haben wir auch ein Problem mit der Inflation und 2018, 2019 hat Paul ja nochmal umgesteuert. Damals die Fed die Zinsen angehoben, Bilanz reduziert auf Autopilot, wie Paul gesagt hat. Märkte 20% gefallen, Paul sich hingestellt und gesagt, habe ich alles nicht so gemeint. Das kann er jetzt aber nicht mehr sagen, weil die Inflation da ist. Das heißt, die Grenze, an die die Fed gehen wird und muss, die ist noch lange nicht erreicht, solange die Inflation nicht nach unten kommt. Und die gestrigen Inflationsdaten haben gezeigt, dass wir nicht bei Peak Inflation sind, weil vor allem die Kerninflation weiter gestiegen ist, deutlich stärker gestiegen ist, als alle erwartet haben. Dementsprechend ist diese Geschichte wohl eben noch nicht vorbei, ist eben hier der Wendepunkt, dass die Fed jetzt schon umsteuert, schlichtweg nicht erreicht. So hat Ballard gestern gesagt, St. Louis Fed, ja, ich möchte, dass die Zinsen bei 3,5% am Jahresende stehen. Und er glaubt wohl ernsthaft, dass die Märkte das verkraften würden, dass dann nicht riesige Schäden angerichtet würden in einer so schuldengetriebenen Ökonomie. Nicht nur der USA, ist ja überall so, aber in den USA nochmal besonders, wo vor allem die Firmen verschuldet sind, die Haushalte verschuldet sind, der Staat auch verschuldet ist. Und jetzt haben wir gerade mal 0,75% bis 1% den Leitzins in den USA und wir sehen jetzt schon so einen Stress, den die Fed da ausgelöst hat. Die FANG-Aktien sind jetzt über 2 Billionen an Marktkapitalisierung leichter als zuvor und hier sehen wir mal ein paar Äußerungen von Pure Saxena. Die hat gesagt, also letzten Herbst, als die Fed dann gesagt hat, wir hören Quantitative Easing auf und werden Monetary Tightening betreiben. Da war mir schon klar, dass es für Assetpreise schwierig werden wird, aber dass wir teilweise bei großen Tech-Firmen Abstürze haben von 50% bis 90%, das ist extrem und wird in die Geschichtsbücher eingehen, ähnlich wie 1929, 1974. Dann Dotcom-Blase und Great Financial Crisis, also 2008. Dementsprechend ist das schon ein ziemlicher Hammer, der hier passiert. Hier sehen wir mal nur Twitter positiv. Alle anderen, beginnend mit Apple minus 17%, die hier richtig, auch Dickfische dabei, Amazon minus 37%, Nvidia minus 43%, Facebook minus 44%, Netflix 72%, also das sind schon, Microsoft 22%, das sind schon richtige Zahlen und wir sehen, dass der Nasdaq einen Key Support gebrochen hat, eine wichtige Unterstützung. Und warum ist das passiert? Weil jetzt auch die Generäle erschossen werden, wie die Amerikaner sagen. Generäle sind die Dickfische, sind die großen Tech-Aktien wie eine Apple, die gestern 5,2% verloren hat. Das ist schon heftig und vor allem war es das höchste Volumen diesen Jahres bei der Apple-Aktie. Das heißt, da war richtig Saft dahinter. Das war jetzt irgendwie nicht Mangel an Liquidität. Und dann hat es auch noch andere erwischt, unter anderem meine zweitbeste Freundin Cathie Wood. 10% gestern nach unten, Tesla ziemlich abgestürzt. Aber schauen wir uns nochmal andere Super-Loser an. Also Cathie hat derzeit wirklich das Talent, eben hier die Werte im Depot zu haben, die derzeit besonders crashen und sie macht vor allem weiter. Sie hat gestern Coinbase nochmal im Volumen von 500 Millionen Dollar nachgekauft. Gestern Coinbase, diese Krypto-Plattform, 26% gefallen, dann Unity Software 37% gefallen, Berkeley Lights 21%, Beam Therapeutics 16%, Block 15%. It's the Fed fault, das ist der Fehler der Fed, hat Cathie ja neulich gesagt. Ja, aber es ist auch der Fehler der Anleger, die nach wie vor Geld in den ARK Innovation stecken, die nicht lernen, dass sie da ein fallendes Messer greifen. Klar kann der sich mal 10-20% wieder erholen, nachdem er so krass abgestürzt ist. 60% nämlich abgestürzt seit dem Jahresbeginn. Dennoch sind 1 Milliarde Dollar da reingeflossen.
weil einfach die Leute denken, ja, die ist doch super, die hat jetzt nur ein bisschen Pech und dann geht es wieder nach oben. Das glaube ich nicht. Also man steckt Geld in den ARK Innovation, der abschmiert, und XLI, das ist das maßgebliche ETF auf den Energiesektor, ist 40% im Plus seit Jahresbeginn und die Leute ziehen Gelder daraus ab. Das sagt ein bisschen alles, dass sozusagen hier sich die Dinge irgendwie ungünstig entwickeln. Auch vielleicht für Elon Musk, da wird jetzt die SEC untersuchen, ob er zu spät gemeldet hat, seinen 5% Anteil an Twitter zu melden. Das hat er ja dann auch per Twitter gemacht und daraufhin die Twitter-Aktie gestiegen, was wiederum seinen Anteil werthaltiger gemacht hat. Twitter hat jetzt übrigens seine Richtlinien geändert und schon gesagt, naja, wenn da irgendwelche Sachen draufstehen auf Twitter, die komplett falsch sind, dann haben wir damit nichts zu tun, das ist dann euer Problem. Ist das schon sozusagen irgendwie durch Elon Musk beeinflusst, der ja nach wie vor Twitter nicht gekauft hat, nach wie vor, oder derzeit jedenfalls handelt die Twitter-Aktie ja nicht auf dem Kurs, auf dem sie handeln müsste, wenn diese Übernahme durch Musk jetzt ganz sicher wäre. Da gibt es einen ziemlichen Abschlag. Aber Schwamm drüber, kommen wir nochmal zurück zu den Gesamtmärkten. Wir sehen hier den S&P 500 und eigentlich haben wir positive Divergenzen, wo man hinschaut. Also eigentlich spricht manches für eine Erleichterungsrallye oder irgendwie eine Rebound-Rallye, eine technische Gegenbewegung. Oben sehen wir RSI, positive Divergenz. Wir sehen also, dass die Kurse weiter fallen, aber der RSI nicht ein neues Tief erreicht, anders als eben die Kurse selbst. Wir sind jetzt an einer unteren Kanaltrendbegrenzung angekommen, an zwei sogar, nämlich hier dieser kurzfristige Abwärtstrendkanal und der übergeordnete Abwärtstrendkanal. Also eigentlich müsste da mal was kommen angesichts der Überverkauftheit, aber das Problem ist eben, dass der zentrale Faktor, der monetäre Faktor jetzt sozusagen als Gegenwind, als Gegenströmung gegen die Märkte arbeitet und das macht die ganze Geschichte eben schwierig für die Bullen. Dennoch, die Stimmung ist natürlich extrem negativ. Investors Intelligent Bulls, also praktisch Börsenbriefe, wie viel Prozent sind da bullisch, nochmal zurückgegangen, 27,6%, niedrigster Stand seit Februar 2016. Wir sehen unten im AAII Investor Sentiment, Privatinvestoren, die da befragt werden, 24% Bullen, aber knapp 50% Bären, ist ein bisschen weniger Bären jetzt als letzte Woche, allerdings auch ein bisschen weniger Bullen, mehr Unentschlossene, also bärisches Sentiment, gar keine Frage, weil die Leute natürlich jetzt in ihrem Depot sehen, bups, da geht's nach unten. Das gilt auch für die Anhänger von Kryptos. Wir sehen hier eine ziemliche Carnage, wir sind bei Bitcoin sogar im Bereich $27.000. All das durch mit verursacht durch Terra, dieser Dollar-Pack, also praktisch das Versprechen eines großen Stablecoins, ja. Wir werden sozusagen den Wert dieses Coins stabil halten in Relation zum Dollar. Dieses Versprechen konnte nicht eingehalten werden, dadurch viel Vertrauen verloren. Jetzt kommt noch diese Fed-Geschichte dazu. Flut hebt alle Boote, aber wenn eben dann die Flut weg ist, dann sieht man die Bewertungen ein bisschen nüchterner. Und wir sehen hier etwa, dass Daniel Eckert darauf hinweist, dass Bitcoin in einem typischen Bärenmarkt zu seinem vorherigen Hoch normal 75-80% fallen könnte. Das wäre dann $14.000 bis $20.000. Ein typischer Kryptowinter dauert 2 bis 3 Jahre. Also da könnte durchaus noch was kommen, eben weil sich die ganze Geschichte hier gedreht hat. Und Michael Guyot weist zu Recht darauf hin, dass die Fed am besten Kryptos kaufen sollte als neues Quantitative Easing. Denn der Crash in einer Asset-Klasse, der findet nicht isoliert statt, sondern der greift auf andere über. Das ist genau das Problem, weil viele Investoren dann vielleicht Kryptos im Depot haben, Nasdaq-Aktien im Depot haben, aber auch vielleicht solide Sachen im Depot haben, also Value oder ähnliches im Depot haben, müssen dann, weil sie Margin Calls bekommen, vielleicht auch die Value-Aktien verkaufen. So entstehen eben Domino-Effekte an den Märkten. Schauen wir uns die Crypto-Carnage mal an. 59% Ethereum, Bitcoin 60% bis hin zu Terra 99%, Doge 90%, Shiba Inu 85%, etc., etc. Sie sehen die Zahlen. Und es könnte, wie Stifels sagt, noch ein bisschen bitterer werden, denn der Gleichlauf, die Parallele zwischen den sogenannten Financial Conditions, über die ich schon öfter gesprochen hatte, und Bitcoin ist doch frappierend. Und wir sehen, dass die Financial Conditions sich schon deutlich
erheblich deutlicher gestraft haben, als Bitcoin das sozusagen in seinem Preis reflektiert hat, wie Stifel hier betont. Auch hier sozusagen Fall auf 15.000 Dollar möglich. Natürlich auch jederzeit Erholungen, wenn sich die Aktienmärkte erholen, dann erholen sich meistens auch die Kryptomärkte. So ist es derzeit. Aber wir sind wohl vor einer Rezession. Jeffrey Kleintop weist darauf hin. Jedes Mal, wenn die Unemployment Rate und die Inflation Rate etwa da waren, wo wir sie jetzt sehen, nämlich 1990, 2001, 2008, dann sehen wir eine Recession. Jedes Mal, wenn es solche Crossovers gibt, dann gibt es eine Rezession. Ich halte das kaum mehr für vermeidbar. Auch in den USA, wir sehen erste Anzeichen, größter Automarkt der Welt bricht ein. China, klar durch Lockdown. Da sind nur 1,04 Millionen Autos verkauft worden, 35,5% weniger als im Vorjahresmonat. Das ist natürlich auch für die hiesige Industrie. Ups, Navigation wurde abgebrochen, ich wollte gar nicht navigieren eigentlich. So, mal eben weggeklickt. Tesla etwa hat im April 10.757 Autos in China produziert. Man hat 1.512 verkauft im Vergleich zu 65.814 im März. Also man sieht, das geht direkt in die Zahlen und wir sehen auch Stress im Devisenbereich. Wir sehen eine massive Abwertung des Yuan, Offshore Yuan, jetzt 200 Pips gefallen auf 6,78 oder Dollar Yuan auf 6,78. Das ist der schwächste Referenzkurs seit Oktober 2020 und vor allem hat eben die Notenbank den Referenzkurs so schwach gesetzt. Das heißt, man fürchtet jetzt so etwas Ähnliches, was man, ich glaube im Jahr 2015 war es, gesehen hat, als China seine Währung massiv abwertete. Das hat ein Erdbeben durch die Finanzmärkte getrieben. Da, ich kann mich erinnern, Nasdaq, Future etc. alle Limit Down gehandelt, also 5% gefallen, vom Handel ausgesetzt. Hier sehen wir einen weiteren Stressindikator. Dieselpreise in den USA schießen geradezu durch die Decke und an Diesel hängt eben viel. Da hängt eben auch Transport, der Logistik, das verteuert Lebensmittel indirekt und so weiter. So, wann ist der Boden gefunden? Dann, wie Sven Henrik zeigt, wenn Sie in ein Restaurant gehen oder in eine Bar und Aktien erwähnen, wenn Ihnen dann jemand ins Gesicht spuckt, dann wissen Sie, okay, wir sind nahe des Bodens. Also wenn Sie damit überhaupt keine Begeisterung auslösen, dann wissen Sie, okay, die Leute haben so die Nase voll von Aktien, dass es Zeit jetzt ist zu kaufen. Noch sind wir nach meiner Auffassung nicht so weit. Abschließend noch zwei Hinweise. Beleg Bitcoin, negative Korrelation zu US-Anleiherenditen. Erster Artikel. Und dann Frau Lagarde mit klaren Aussagen. Eine Zinsanhebung der EZB im, wann war es nochmal? Irgendwann im nächsten Jahrtausend, gell? Egal, also Sie erfahren es in dem Artikel. Diese beiden werde ich unter dem Video verlinken und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.